Hallo, mein Name ist Pavlin und heute ist der Tag, wo ich endlich über die Energieorgasmen reden werde. Genau. Ich nehme an, dass du wahrscheinlich schon den ein oder anderen Orgasmus hattest in deinem Leben und hoffentlich ein Experte drin bist. Aber es gibt irgendwie noch andere Dimensionen von Orgasmen und das sind die Ganzkörperorgasmen. Und ich werde immer mal wieder gefragt, was ist denn das genau und wie erlebst du das? Ich habe jetzt gerade neulich jemand gefragt, wie ist denn das, wenn du da so, wie empfindest du das denn? Und ich glaube, das sind so primär sind das wie so Wellen, die durch den gesamten Körper gehen, von Zehenspitze bis in den Kopf und die auch nicht nur auf die Sexualorgane ausgerichtet sind. Also man kann das orgasmische Gefühl eigentlich im ganzen Körper spüren. Und das ist auch nicht so wie beim normalen Orgasmus, wo es ja wie so Kontraktionen gibt, wo der Körper sich so ein bisschen verengt oder wo es einfach so eng wird im Körper, sondern der Körper bleibt offen und frei in seinem Fluss. Und deswegen kann sich die Energie überall hin ausbreiten und das führt manchmal dazu, dass man sich so ganz tief verbunden fühlt mit allem, mit dem Universum, aber wenn es gut läuft, auch mit seinem Partner, wenn das eine geteilte Erfahrung ist und das ist eben wahnsinnig schön, finde ich, an diesen Energie, Orgasmen oder energiebasierten sexuellen Austausch, würde ich das jetzt nennen. Dass das wirklich eine geteilte Erfahrung sein kann. Und dann ist es einfach extrem erfüllend, verbindend. Und es ist nicht so, dass normaler Sex jetzt nicht verbindend sein kann. Natürlich ist es das auch, aber es hat nochmal ein anderes, es ist wirklich so ein tiefes Hin- und Herfließen von den Energien. Und das eine bedingt das andere und dann ist es wirklich einfach ein Raum, in dem man sich befindet. Man ist nicht in zwei Räumen, wie ich das auch schon kennengelernt habe, dass ich von mir das mal einfach sich überlegt, wie kann ich jetzt für den anderen da sein? Aber wenn ich mich wirklich auf die Energie einlasse und die aufnehme und mein Körper die weiterleitet, dann geht das einfach immer hin und her. Und was auch wahnsinnig schön ist, dass es so viel länger geht als ein normaler Orgasmus. Normaler Orgasmus, da hat man ein Vorspiel und dann kommt der Höhepunkt, dann macht es blub, blub, blub und dann ist fertig. Und bei diesen Energiegeschichten kann man wirklich länger auf der Energie reiten, mit der Energie reiten, zusammenfließen und das kann sich von Minuten bis irgendwie zu Stunden kann sich das auch ausdehnen, der Austausch, das Liebesspiel. Und was ich noch einen wahnsinnig schönen Effekt finde, ist, dass es ganz tiefgreifende Heileffekte haben kann auf sich, auf den Partner, auf den Körper und auf die Emotionen. Und es gibt wie so ein ganz tiefes Entspannungsgefühl im gesamten Körper, überall. Ja, ich glaube, das war jetzt so ein bisschen ein grober Überblick. Aber was wichtig ist, geht es auch noch so darum, dass man als Mann nicht kommt, nicht ejakuliert zumindest. Also kommen darf man schon. Aber in dem Sinne, dass du deine Energie behalten kannst in deinem Körper. Wie Frauen ist es wichtig, nicht so viel klitorale Stimulation zu bekommen, weil das so die Energien, es ist so wie eine Kurzschlussreaktion im Körper dann. Es ist so wie eine Überstimulation und dann macht es irgendwie Busch und dann ist die Energie draußen. Und dann verliert man diese Energie, die einem eigentlich sonst eben vielleicht zur Heilung oder zum Bliss, fürs Blissgefühl einfach nutzen könnte. Und die Energien sind wirklich gar nicht mehr so fokussiert auf die Genitalien oder anders in den Genitalien verteilt. Und
Was normalerweise ja auch oft ist beim Sex, ist, wenn der Höhepunkt da war, dass dann die Männer meistens eher ihre Ruhe wollen. Und das ist auch biologisch so eingerichtet. Irgendwie, wenn man seine Samen verteilt, dann kann man ja irgendwie sich abwenden und dann wieder sich zum nächsten Objekt zuwenden. Also so hat das, glaube ich, die genetische Natur von uns eingerichtet, wenn es um den reinen Fortpflanzungstrieb geht. Aber ja, wenn man auf dieser energetischen Ebene sich miteinander vereint, dann passiert das nicht. Dieses sich abwenden voneinander passiert dann nicht, sondern es bleibt so ein Gefühl von Nähe und Verbundenheit bestehen. Und es ist auch nachgewiesen, man kann das irgendwie hormonell nachweisen, dass nach einem normalen Orgasmus, also einem klitoralen oder einer normalen Ejakulation, dass da Hormone ausgeschüttet werden, die dich erst ganz high machen und dann geht das Ganze aber in den Keller, dein ganzes Hormonbarometer, die ganzen Glückshormone. Und das führt eigentlich mehr zu Missstimmungen. Und der Tiefpunkt ist genau 4 Tage nach einem Orgasmus. Kannst ja vielleicht mal gucken, mal bei dir beobachten, ob da was los ist. Ja. Was ich auch noch ganz spannend finde, ist, wenn man mit den Energien so unterwegs ist, es macht unglaublich energetisch. Es ist sehr energetisierend und wach. Manchmal nicht so praktisch. Ich kann ja manchmal nicht mehr gut einschlafen dann danach, weil es mich so energetisiert und so lebendig macht. Aber das darfst du selber rausfinden. Ah, noch etwas, was ich auch merke, immer wieder beobachte, ist, wenn man irgendwie die normalen Orgasmen, die können wirklich so auch, wie sagt man, abhängig machen. Ist wie so ein anderes, ein Gefühl von Unfreiheit da. Zumindest beobachte ich das an mir immer mal wieder. Wenn ich damit anfange, dann will ich irgendwie immer mehr. Und das habe ich bei den ganzen energetischen Geschichten überhaupt nicht. Das ist so erfüllend und so tief befriedigend, dass ich gar nichts mehr brauche danach und einfach wirklich in so einer ganz tiefen Zufriedenheit bin. Und ich habe das so hier lange mit Kabbala auch auseinandergesetzt und der normale Orgasmus, also der ejakulierende Orgasmus oder klitorale Orgasmus, der ist ja hauptsächlich in den unteren Energiezentren zu Hause. Und ich habe manchmal so das Gefühl, dass genau bei dieser Frage, habe ich jetzt einen Orgasmus oder keinen Orgasmus, du entweder mit dem Ego oder mit dem Herzen unterwegs bist. Und weil das Ego will immer kommen und wenn du mit deinem Herzen unterwegs bist, das Herz will irgendwie was anderes und dann bist du mit den oberen Energiezentren deines Körpers verbunden und du kannst die Energie auch nach oben leiten und nutzen für dein Gehirn, für deine Intuition, für die ganzen vielleicht noch schlafenden Fähigkeiten. Und das kann einen dann auch wirklich bis zur Erleuchtung weiterführen. Also ich glaube an diesen Liebeserleuchtungsweg. Ich kenne ein paar Leute, die sehr lichtvoll unterwegs sind, die ihre Sexualität so leben. Ja, was kann ich euch noch erzählen? Ach, was vielleicht noch ganz wichtig ist, ist die Herzöffnung dabei oder eigentlich so die Energie, der Energieaustausch, der energetische Austausch kann wirklich deine ganzen Chakren öffnen, von unten nach oben und vor allem auch das Herz. Und da passiert dann die Magie, wenn sich die Herzen öffnen und treffen, da passieren dann die Wunder. Und es kann auch zu spirituellen Erfahrungen führen. Ja, das Einheitsgefühl oder andere. Ja, was
hilft dir eigentlich noch dabei, nicht zu kommen? Also das Nichtkommen hilft dir dabei, noch tiefer mit deinem Partner zu connecten, dein Herz zu öffnen und Freiheitsgefühle zu haben, deinen Körper wirklich aufzumachen, zu öffnen, tiefere Lust zu empfinden und deinen gesamten Energieschwingungshaushalt anzuheben. Ja, ich glaube, das sind so wie die wichtigsten Dinge, die dabei wunderbar so passieren können. Nebenschauplatz. Ich höre nämlich immer mal wieder von Männern, keinen Orgasmus haben. Das ist ja, da schneide ich mich von was ab. Aber du sagst eigentlich ja zu was viel Größerem, was viel Tieferem, was viel Schönerem. Und deswegen mache ich, glaube ich, auch dieses Video, dass das wirklich viele Menschen hören und erfahren können und dieses Potenzial erkennen darin. Und auf einer tieferen Ebene ist es für mich wirklich diese sexuelle Kraft, wenn wir uns der ganz hingeben, dann passiert so eine tiefe Hingabe an die göttliche Kraft. Und die darf dann einfach durch dich durchfließen. Und es ist nicht mehr du und dein Partner, die dann irgendwas macht, sondern ihr erlaubt dieser Energie, das zu tun mit euch, was sie will. Und dann passieren die wirklich magischen Sachen. Und das ist für mich ein ganz, ganz essentieller Teil von Potenzialentfaltung. Das ist ein Thema, womit ich mich schon immer beschäftige oder seit einigen Jahren. Erst übers Yoga, dann über die Kabbalah, dann übers Coaching. Und es geht eigentlich immer, bei mir geht es immer darum, wie verbinde ich mich noch tiefer mit meiner Seele, mit meiner Anbindung an das Göttliche. Und das ist in der Sexualität ein ganz, ganz wichtiger, essentieller Teil. Und es macht so viel Freude. Es ist einfach ein wunderbarer, freudvoller, ekstatischer Weg, ein lustvoller Weg. Und er macht dich auch feinfühliger mit der Zeit und vielleicht so feinfühlig, dass du die Ekstase in ganz neuen Momenten auch erleben kannst, wenn du an einer Blume riechst oder wenn du durch einen frühlingshaften Wald läufst und die Erde spürst oder tanzt oder malst oder ich weiß doch auch nicht, was dich ekstatisch macht. Ja, und ich glaube, das reicht für heute. Ich hoffe, ich konnte dich damit inspirieren, Experimente zu machen, das in das Nichtkommen einzuladen in dein Leben. Und ja, und dein Potenzial dadurch voll zu entfalten und dein Licht strahlen lässt. Hey, mach's gut, bis bald.